Gas! Siehst du? Da ist eine Lampe kaputt gegangen. Da liegt ein Zettel. Es ist ein Foto. Ich nehme das Foto mit. So, ja, super. Das finde ich ja ganz toll hier. So, was ist denn das? War ja gar nichts drauf erkennen. Super, sind frei. Head shut open. Aha, ja, dann geht's ja. Steht hier irgendwas, was ich einstellen muss? Nee, gell? Nö. Okay. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Hier verschwindet einfach mein Mittagessen. Okay, das komplette Essen, Mittagessen der Crew verschwindet. Das ist nicht normal für Essen. Außer du bist auf der ISS. Oder sonst irgendeiner Raumstation. Hallo. Oh cool, ich glaube, ich laufe im Kreis. Ich laufe im Kreis. Controller alle RIP. Hä, ich spiele mit Tastatur. Also noch nie du, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber so Controller sind wieder aufladbar, ne? Das ist kein One-Use-Item, bis sie leer sind. Sieht das lecker aus. Will einer, also falls einer Hunger hat, ne? Hier, genügend für alle da. Wo kommt denn dieser Schatten her? Kann ja eigentlich nur von da kommen. Ah ja, wusste ich doch. That'll do for now. It's time to eat. Quartermaster, hand me the bag. Captain Baines, the food. It's gone. Weiblicher Mainscher. Nein, wir sind ein Mann, soweit ich weiß. Was wir hören, sind wahrscheinlich Kindheitserinnerungen von uns. Mit dem kleinen Bruder. Das Ding ist, für ein bisschen mal zur... Rückerinnerung. Wir finden, also, wir sind ein Schauspieler auf diesem Schiff und wir müssen in eine gewisse Rolle schlüpfen. Währenddessen wir hier das erleben. Und der Grund, also wir sind hier mit ziemlich viel Kohle auf dieses Schiff gelockt worden. Und ziemlich viel Hoffnung. Obwohl der Charakter eigentlich das Meer hasst. So die Aussage. Und wir bekommen hin und wieder diese Ausschnitte von Erinnerungen von zwei Brüdern, die halt eben so Pirat spielen. Und dementsprechend, denke ich mal, wird irgendwas Schlimmes passieren. Was dann mit zum Folge hat, warum wir das Wasser hassen. Gehe ich zumindest mal davon aus, dass das passieren wird. Oder zumindest so in der Art passieren wird. Und, ja. Ganz schön viel Rot hier ist. Sea of Horror, oder so. Ungefähr, ja. Oh, cool, die sind Gitter. Was macht der Kollege da jetzt? Das ist ein ganz hübscher, ja. Der hat sich nur schick gemacht für dich heute. Ich glaube, Robin knallt alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Frag ihn doch mal. Kann ich hier irgendwas machen?
außer dumm in der Gegend rumstehen? Warum konnte ich das gerade tun? Was ist denn hier jetzt passiert? Passiert. Das ist abgeschlossen. Worauf warte ich denn mit dem Kollegen? Ja, ja, ist ja gut. Wenn er nicht so laut wäre, gell? Warum ist das vorher nicht passiert? So ein Depp. Immer nur ein Beschweren hier, der junge Mann. Trotzdem vielen Dank für den Bit. Spiel mal ein richtiges Spiel. Spiel mal Minecraft. Oder Fortnite. Oh, hier ist zu. Na gut. Dann gehe ich woanders lang. Ist ganz schön dusch da. Also, ganz schön duscht da. Oh. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Spielt ihr auch Pen Paper RPGs? Nein. So was tun nur Nerds. Schlüssel? Tür. Türrahmen. Tür. Ich habe keinen Schlüssel. Brauche ich einen Schlüssel erst? Oh, warte. Jetzt brauche ich den Türrahmen, oder? Oder auch nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Bin ja dafür, dass du als nächstes Demon's Souls spielst. Wenn du mir deine PlayStation 5 leist, können wir das gerne machen. Aha! Okay, jetzt haben wir wenigstens einen Türgriff. Brauche ich auch einen Schlüssel? Ja, guck mal, ein Schlüssel. Ah, ha. Sehr interessant. The Holy Knauf, ja, so ungefähr. Warum ist das eigentlich ständig so schwarz-weiß? Ah, ich will das nicht.
Warte mal, das ist mein Zimmer, oder? Ey, das ist... Das ist mein Zimmer. Was soll der Schmutz? Die beobachten mich beim Schlafen. Tragedy strikes at the heart. Despair consumes the soul. A life crumbles. Ist nur eine Kamera, alles fein. Ja, ich merke das schon. Videos werden auf einer seriösen Erwachsenenseite im Night-Mode-Internet verkauft. Warum im Night-Mode-Internet? Warum auch nicht im Light-Mode? Ich finde, das ist eine berechtigte Frage, die gestellt werden muss. Ja? Diskriminierst du Menschen mit Night-Mode, mit Light-Mode? Vom leitenden Sicherheitsbeauftragten an alle Betroffenen. Mir wurde berichtet, dass einige Nahrungsvorräte kürzlich abhanden gekommen sind. In diesem Zusammenhang bleibt mir keine andere Wahl, als erhöhte Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Ab heute werden die Lebensmittel einzelnen Crewmitgliedern zugeteilt und die Lagerung der Vorräte zu jeder Zeit bewacht. Kann einer Morse? Ich kann's nicht. Oder ist es nur zufällig? Ah, ich will das nicht. Er ist aufgestanden. Es ist Jesus. Hier ist Weisheit. L. Der will nur kuscheln. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Gut, ich gehe wieder. Tschüss. Cool, das Klopfen hat aufgehört. Was? Im Leitmond-Internet bekommt man nur ein Zwanzigstel von der Welt. Das ist wie Dünnschiss ohne Toilette im Leben. Das ist keine Puppe. Das ist doch keine Puppe. Get up, Quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Alter, bin ich jetzt hier bei The Ring oder was? Alter, hat er gruselige Augen. Hey, ich will da nicht runter! Ich meine, das war doch zu erwarten, oder? Da kommt gleich ein hottes Girl aus dem Schrank geklappt.
Hä, klar, noch nie einen Brunnen in einem Schiff gesehen. Ach so, da darf ich gar nicht lang. Aber zu der Puppe dürfte ich hin. Warum darf ich das? Arm ist da. Schönen Arm hast du da. Ha, bester Arm dran, als Bein ab. Oh Gott. Hallo. Ach komm schon, Mann, ich bin voll kacke in so Rätseln. Oh, so viel dazu. Ist das überhaupt richtig? Nee, oder? Ich kann's auch gedrückt halten. Ja, Mensch! Mal angenommen, der Brunnen im Schiff wäre real. Wenn der unter der Wasseroberfläche wäre, müsste das Schiff absaufen. Aber wenn der Ausgang über dem Meeresspiegel liegt, sollte alles fein sein. Oder habe ich da einen Brainlag? Nee. Wenn der Ausgang vom Brunnen unter dem Meeresspiegel ist, der Brunnen auch, säuft das Schiff ab. Ja, und jetzt? Jetzt gehe ich einfach wieder zurück, oder wie, oder wann? Ja, aber richtig, aber du hattest einen Knick in der Optik. Ich war keine Ahnung, was da für ein Knick in der Optik war. Das sah für mich richtig aus. Einmal dann komplett im Kreis zu drehen, hat ja anscheinend gereicht. Ist das Tor da jetzt auf? Ab mit dem Kopf! Au, okay, ich verstehe. Was? 0 Uhr 8? Das ist doch. Hä? Was für ein... Ja, offensichtlich nicht richtig, aber ich weiß gar nicht, was da rein muss. Eine 5? Aber hier gibt's doch gar keine 0. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Die einzige 0 hier bin ich. Weil ich dumm bin. Hä, wieso 1? Wie kommst du jetzt auf 1? Also. Schönen guten Abend näher, aber wieso 1? Was? 12:38? Was hat denn da eigentlich gerade so gestöhnt? Weil da ein Tobi ist. Ach so, 1 Tobi. Alles klar. Ich, bin ein bisschen doof manchmal, aber das ist okay.
Moment. Du sagst plus 7, genau. Dieses Geschrei ist super weird. So. Jetzt kommen bestimmt fast alle zur Zahl, oder? Also machen wir auf jeden Fall erstmal die 10. Dann machen wir die 9. Was, auf 72 muss ich kommen, ne? Wahrscheinlich mache ich es mir gerade unnötig kompliziert. Ne, auf die 70 muss ich kommen. Und jetzt steht zwar 6-4-2, rein theoretisch. Ne, jetzt nur noch die 4. Ich weiß nicht, wie ich auf die 2 gekommen bin. Weil ich dumm bin. Doppelt überlegt. Never mind. Und du? Ein Blümlein. Ein Prinzessinnen-Enzian. Tschüss, Puppe. Ich jetzt gehen. Hallo, Puppe. Hilfe. Der Aufzug ist weg. No man is an island, but one can become a vessel to carry within a flame of another. Sicher, dass es kein Dark Souls ist? Frag für einen Freund? Ah ja. Da aufpassen, dass ihr nicht rattisch werdet, ne? Guck mal, von ihm darf ich jetzt das Herz nehmen. It warms the heart. It feeds the soul. It makes the world so bright. So bright. The stolen flame burns strong. Burns quick. The stolen flame burns out. Okay. Die Wand flüstert, möchte ich nur mal angemerkt haben. Dann gehe ich halt wieder. I guess. Ach Mensch, guck mal, wer da wieder ist. Katze! Wunderschönen guten Abend, Bockel. Ja, alle meine Freunde hier. Das ist Timmy. Und das ist Timmy Bockel. Dankeschön. Für den dritten Monat. Was ist denn los heute, alle im dritten Monat? Dankeschön, mein Lieber. Ah, jetzt darf ich auch hier weiter, alles klar. Das ist ein neuer TikTok-Tanz übrigens. Was die da machen. Oh, hell. Ui.
Hallo. Und die Farbe ist wieder weg. Gut, war sie vorher auch schon. Im dritten Monat schwanger. Ja, schwanger bist du hoffentlich nicht. Obwohl, bei dem Bäuchlein. Passt schon. Oh. Da kommt ein Alien. Ey, das war ein Witz. High five. Wohin? Jupsi! Entschuldigung! Tschüss! Upsi! Tja, da würde ich mal sagen, habe ich dem Lieben die Seele aus dem Leib geholt, wortwörtlich, wa? Dankeschön! Dankeschön! Irgendeiner muss mich ja beruhigen. Hallo? Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß es gar nicht. Hallo? War ich hier nicht schon mal? Die ist aber ungewöhnlich hell für eine... Ja, ne? Ich liebe diese Momente. Ganz ruhig, armes Haschelle. Gottes Willen, wie lange ich das nicht mehr gehört habe. Hi. Entschuldigung, darf ich mal? Briefgeheimnis und so? Verwickelt in eine Reihe von persönlichen Skandalen und Mittelpunkten von moralischer Empörung und Gerüchten über den geistigen Gesundheitszustand. Reden die über deutsche Politiker? Unsere Quellen in der Hausgemeinschaft verraten nun, dass der Schauspieler stundenlang... Schauspielstar. Stundenlang hinter verschlossenen Türen im Zimmer verharrte. Er konnte Stimmen vernommen werden, die manchmal von Gelächter und Wein begleitet wurden. Doch als sich die Tür öffnete, war niemand sonst im Raum zu sehen. Wie der berühmte Kritiker Noah Wensley uns jedoch immer wieder wissen lässt, führen außergewöhnliche Künstler nur selten ein gewöhnliches Leben. Wir dürfen nicht vergessen, dass hohe Kunst ihren Preis hat. Wer sich in seiner Rolle verliert, verliert sich unter Umständen selbst. So einfach ist das. Postkarten bzw. offene Briefe fallen nicht unter das Briefgeheimnis. The more you know. Das heißt, der Postbote hat sich schon mal meine Postkarten durchgelesen. Looks like the rats got to it before us. What was that? Shh. We're not alone here. Das kleine Einmaleins des Datenschutzes, hab ich keine Ahnung von. Ich dachte, ich schüttel dem jetzt mal die Hand. Dann lass ich's halt. Das war keine Ratte.